Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent bzw. Schaffschütze. Ja, ich habe nochmal hier geschaut und leider hat er mir noch nichts zurückgeschrieben. Ich hoffe mal, dass er das nicht so schlimm ist. Mit der Rede hat sie momentan auch nichts getan, also sie ist immer noch nicht enthackt, sage ich jetzt mal. Sie wurde ja gehackt, habe ich ja in der letzten Folge auch erzählt und auch ein extra Video dazu gemacht. Guck mal hier. Das Tyrann ist von den letzten Kriegern. Geil. Weißt du was? Verdammt. Hä? Regal. Scheiß drauf. So, wir wollen jetzt die nächste Allianzmeldung machen. Hab schon wieder eine Minute lang gelabert. Ohne sich von Bayman Ego, Allianz-Spezialist. Commander, ich habe einen weiteren Rekrutierungskandidaten für die Allianz gefunden. Sein Name ist Fidetin Rusk, ein klarganischer Soldat, der den Kampf im Blut hat. Rusk ist ein Kommandant der Legion des Todgeräten in der republikanischen Militäreinheit, die aus dem härtesten Verbrechen der Galaxis besteht. Berichten zufolge sind die äußerst gefährlich und widerspenstig, aber sie erzeugen Ergebnisse und Rusk scheint zu den Kampfmaschinen zurechtzutreten. Der Legion und der Todgeweihten mag vielleicht etwas ungewöhnlich sein, aber sie hätten durch den Vorteil, den wir brauchen. Ich schlage vor, ihr kontaktiert raus und findet heraus, ob seine Einheit bereit ist, sich der Allianz anzuschließen. Die sind zurzeit in Bandenkrieg auf Nashadar verwickelt. Ach nö, nicht schon wieder Nashadar. Ich will nicht wieder nach Nashadar. Hilfe. Okay, dann gehen wir erstmal zum... Ach, er schickt mich direkt nach Nashadar. Ich dachte, ich komme jetzt mal in ein Gespräch mit Bayman Ego oder sowas. So, aber ich habe bei der Gilde einen kleinen Schwachpunkt doch nochmal gefunden, um doch nochmal die NDT anzupassen. Da steht jetzt auch drin, dass die Gilde gehackt wurde. Habe ich natürlich immer noch drin gelassen. So sieht ein bisschen komisch aus, habe ich reingeschrieben. Leider wurde unsere Gilde gehackt. Wir hoffen, dass der SWTO-Support dagegen was machen kann. Da untersteht einfach Cantina-Code, Celebration Cantina 16. Ich habe übrigens auch keinen neuen Cantina-Code bisher gefunden. Ja. Das hat er vergessen. Finde ich auch relativ geil, dass er vergessen. Ich kann auch so mit diesem Trick noch Leute rausschmeißen. Aber ich sag den Trick jetzt natürlich nicht, denn sonst endet er das auch noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon dazu gebracht hat, dass ich das überhaupt erwähnt habe in einem Video. Aber ich denke mal, das hat er sowieso gemerkt. Obwohl. Ich weiß nicht, vielleicht kennt er das auch schon. Vielleicht hat er das auch mit Absicht gemacht, um zu schauen, ob ich klug bin. Und ich bin da natürlich sehr, sehr klug. Und achte da natürlich auch immer drauf. So, und jetzt mache ich mal kurz einen Schnitt, bis es fertig geladen ist. Bis gleich. So, da sind wir auch schon angekommen. Wo sind wir jetzt gerade? Oberes Büro Atrium. Wo sind wir denn? Wo ist das? Da unten ist das so ein geheimes Gebiet oder? Nee. Kenne ich jetzt. Wir kommen jetzt gerade nicht in den Sinn, wo das Gebiet ist. Egal, wir sprechen erstmal mit. Kenne ich den irgendwo her? Diesen Sergeant Rusk? Private Mergal. Wiederholt Unterabschnitt 8. Von Artikel 446 des Notstandsgesetzes. Als ob ich irgendwas davon gelesen hätte. In eurer Einzelzelle werdet ihr reichlich Zeit dafür haben. Dort bleibt ihr, bis ihr jede Verordnung auswendig aufsagen könnt. Ach ja? Bei eurem nächsten Vergehen landet ihr vor dem Erschießungskommando. Verstanden? Nö. Okay, schon kapiert. Meldet euch für alles Weitere bei Militärpolizist Decker. Und jetzt raus hier. Gemäß dem Vertrag von Marquette ist das hier republikanisches Hoheitsgebiet. Diplomatische Gesandte brauchen eine gültige Autorisierung. Verschwindet auf der Stelle. Ich kann auch gerne mein Scharfschützengewehr rausholen. Ich bin nicht im Auftrag des Sith-Imperiums hier. Ich führe eine Allianz gegen Sakur an. Wer ist hier der leitende Offizier? Könnt ihr mir wenigstens sagen, wie ich Fidetin Rusk kontaktieren kann? Ja, das ist doch ja Rusk. Auf Drohungen reagiere ich allergisch. Ich sage das nicht noch einmal. Ich bin wie hier, weil Ego meinte, dass ich vielleicht unsere Sache unterstützen wollte. Die Vernichtung des ewigen Imperiums. Beruhigt euch doch, ich bin nicht euer Feind. Ich suche nach Verbündeten, um gegen Zakur zu kämpfen. Und nicht gegeneinander. Ich habe gehört, dass er im Ruhestand ist. Stattdessen kämpft er da draußen gegen Sakul? Für einen Anführer seines Kalibers ist das sicher besser, als untätig herumzusitzen. Aber es ändert nichts an den Tatsachen. Kanzler Mardon hat der Legion der Todgeweihten den Auftrag erteilt, einen Bandenkrieg für unsere Huttenverbündeten zu unterdrücken.
Ich kann meine Armee nirgendwo anders einsetzen, solange wir hier nicht aufgeräumt haben. Vielleicht kann ich helfen, die Sache zu beschleunigen. Hört sich für mich nach politischen Winkelzügen an. Warum verschwendet der oberste Kanzler Truppen an die Friedensstellung im Huttenraum? Diese Operation sorgt dafür, dass das Huttenkartell kooperativ bleibt. Die Republik kann gerade keine zusätzlichen Feinde gebrauchen. Unser Ziel ist es, Syndikatsmitglieder der Schwarzen Sonne zu finden, die von Coruscant geflohen sind, um sich hier zu etablieren. Ich brauche Informationen über ihre Tätigkeiten. Gibt es irgendwelche Hinweise, um was zu erreichen? Dafür hätten die Hutten doch sorgen können. Wir können natürlich die schlimmsten Viertel der Stadt durchkämmen, aber wir haben nur wenige brauchbare Spuren. Informationen aus erster Hand von Mitgliedern der Schwarzen Sonne wären am hilfreichsten. Aber verlässliche Unterweltverbindungen würden unsere Chancen nochmal drastisch verbessern. Wenn sonst nichts hilft, müssen wir womöglich verbotene Waren beschaffen, um ein paar Leute zu schmieren. Davon gab's doch damals noch welche. Wenn das alles ist, was wir haben, müssen wir damit auskommen. Ich kann nichts versprechen, aber wenn ich etwas finde, hört ihr von mir. Mission ablehnen. Viel Glück dabei. Ich habe nicht vor, in den Tiefen der Kloake abzusteigen. Wenn das jetzt nicht Mission ablehnen würde, würde ich das, glaube ich, sogar nehmen, weil ich nehme jetzt die zwei. Das hier wird mir als Operationsbasis dienen, bis unser Auftrag abgeschlossen ist. Bringt alles, was ihr findet, hierher. Klaro. Was muss ich denn finden? Reiche Einflussstufe 10 bei dem Typen. Was muss ich denn dafür machen? Ja, natürlich nicht N drücken, sondern einfach hier mal oben drauf klicken. Wie mache ich das jetzt bitte? Hier muss ich irgendwo Gegner machen. Warte, guck mal, der zeigt mir noch einen Pfeil. Da. Okay. Dann fahren wir doch mal dahin. Moment, ich bin falsch. Ich muss da lang. War das hier nicht sogar Republikgebiet? Oder nicht? Gucken, wie wir das jetzt hier machen müssen. Wisst ihr was? Ich besiege einfach mal Just for Fun diese Typen hier. Sie ist ja rote Bruderschande. Oh, eine schwarze Sonne. Gab's da nicht auch Russland auf Rebsecken in diesem Gebiet? Das werden wir dann später im Schmuggler-Let's-Play sehen und jetzt wird jedes Mal, wenn ich jetzt nur diese dämliche Meldung komme, scheiße. Was ist denn da hinten? Die gekennzeichnete Aufzug. Da müssen wir wahrscheinlich später nochmal hin. Weil der sieht sehr interessant aus. Und was mache ich denn da? Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten. Alter, wir sind so viele Gegner. Irgendwo erkenne ich das Gebiet. Ich glaube, ich kenne das von der Rap-Seite. Doch, oder? Oder bin ich jetzt gerade total doof? Werden wir ja gleich sehen. Ob ich das Gebiet doch, ob ich das Gebiet kenne. So. Schwarze Sonne, das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Warte, da ist ein Kissen. Ah. Ob die Gegner auch was bringen? Jawoll! So klug, dass ich auf den Pfeil geachtet habe. Das hätte ich jetzt total verpennt. Wie viel von dem Scheiß brauchen wir denn? Achso, das zeigt er mir auch hier gar nicht an. Das ist ja doof. Besiegen wir einfach mal ein paar Gegner. Hoffentlich kommt hier kein anderer Spieler noch, der das aufschauen will. Hier kommt nichts, schade. Da hinten sind auch wieder ein paar Güter. Weiß aber nicht, wie viel jetzt hier alles bringt. Also auch wieder so eine geile Mission. Das war mal wieder so eine Farm-Mission. Oh geil, direkt vier Sachen. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, wie viel ich davon brauche. Ich kriege doch mal ein paar illegale Güter raus. Ich besiege einfach mal hier mal alle Gegner. Mal gucken, wie viel wir dann für alles kriegen. Ob das die Mission dann noch weitergeht. Interessant. So ähnlich wie das mit dem Java. Was bei dem Java nur Kisten zählten. Und hier zumindest nochmal.
hier gar keinen Gefährten dabei. Ich muss mal einen Gefährten holen. Ich hole mal wieder Treak. Oder nee, ich hole mal Kalio. Kalio ist, glaube ich, sogar besser ausgerüstet da. 24. Hey. Hey. So, suchen wir da auch noch mehr Gegnern. Da ist auch noch ein Gegner. Ich weiß nicht, wie lange die Respawn-Zeiten hier sind. Ich will gut aussehen. Ich denke mal, die werden nicht so hoch sein. Also von den Gegnern, die respawnen ja sowieso normal. Gucken wir erstmal nochmal hier. Ja, das haben wir auch noch gar nicht aufgedeckt hier. Ich würde sagen, wir fahren einmal das Ding leer und dann. Na los! Wer will meine Kanone sehen? Aber die Folge ist auch wieder in 5 Minuten vorbei. Ja, ich weiß so, dass ich das Maximum bald erreicht habe. Verdammt, ich bin nicht so gekommen. Wir beide werden immer besser. Das ist auch noch ein Gegner. So, die ist auch noch tot. Dann holen wir das Ding hier noch. Illegale Güter, dann hat der auch noch was gedroppt. Perfekt. Ist hinten noch irgendwas? Guck mal hier. Ne, das ist Imperiales. Hier ist nämlich imperialer Droide. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Na, verkauf den Scheiß nochmal. Leben Sie wohl. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die klügste Idee war, das zu verkaufen. Weil ich bin nämlich fast bei 350k. Das ist hier die Grenze. Okay. Also für bevorzugte Videoplays kommen noch weniger. Ich 250.000 ich will oder so. Gut aussehen. Ich glaube, das war 250.000 oder sogar nur 200.000. Weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig. Kann beides sein. Das ist ja gar nichts. Das kommt jetzt. Okay. Egal. Wir wollen uns jetzt nicht damit beschäftigen, wir wollen uns mit der Mission beschäftigen. So. Das ist auch noch einen gesammelt. Vielleicht geht das ja nicht mehr. Wie viel Kartellmützen würden das kosten? 390, ich spinn's doch voll. Oder 100 irgendwas für ein Charakter. Für ein Charakter. Das lohnt sich Kartellmützen nicht. Da ich mal lieber irgendwann nochmal ein Abo. Was, warum gucken die jetzt hier gar nichts? Lol. Machen wir noch die Gegner hier. Noch irgendwo welche. Ich kann noch das Gebiet weiter aufdecken. Zack. Supi. Das haben wir auch. Jetzt haben wir noch hier oben nochmal. Hier ist auch nochmal eine Menge Gegner. Aber ich würde sagen, weitermachen wir erst in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist schon mal vorbei. Bis bald. Ciao.